Willkommen zu Folge 11. Okay, schauen wir mal weiter. Also, wir haben ein paar Sachen herausgefunden. Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Ja. Ich hoffe, der Knochen stammt nicht aus Watsons Sammlung. Der war schlecht. Einmal eine kleine. Ach du je. Und wo schläft Watson jetzt? Die haben ja alles umgerichtet. Schläft Watson jetzt bei mir im Bett? Ich muss ja nicht schlafen, ich bin Sherlock Holmes. Oh, ich kann am Balkon raus. Cool ist das denn. Also, die Baker Street sieht heute definitiv nicht mehr so aus. Also, was haben wir denn noch an Beweisen, die wir noch nicht durchsucht haben? Guatemala. Genau, wir können den Typ fragen. Fragen wir den Typ mal. Ja. Ich habe dieses Bild an ihrer Wand gefunden. Wer sind die anderen Männer? Vor allem der Herr mit dem geschwollenen Auge. Ach, das ist der arme Mr. Allwitt. Er starb vor 14 Jahren an Fieber auf einer Expedition nach Guatemala. Vor 14 Jahren? Auf der Suche nach einem Tempel der Quiché. Doch es ging alles schief. Wir konnten den Tempel nicht betreten und die Expedition endete im Chaos. Das bin ich. Und das Zacharias? Und da ist Bernard Marley, ein weiteres Mitglied. Er ist auch hier, dort beim Podest. Er ist übrigens auch derjenige, der die schreckliche Statue gebaut hat. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Er hat die Statue gebaut? Mr. Allbeat war ein Mitglied. Wo ist seine Sammlung? Wenn ich das nur wüsste. Wir konnten sie nie finden. Aha, weil die verkauft worden ist. Es gibt keine Flüche. Das Gefall ist eine logische Konsequenz. Okay, aber wo ist dann die Statue hin? Das können wir noch nicht sagen. Wir müssen erstmal herausfinden, A, wo ist die Statue hin, die über den Baum geklettert ist? B, wo ist die verlorene Sammlung hin? Und den Typ ist hier, will ich auch noch befragen. Armer Sir Charles, ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Bernard Marley nehme ich an. Ich heiße Sherlock Holmes und muss Sie zu einer Expedition nach Guatemala befragen. Psst, nicht hier. Zu gefährlich. Nehmen Sie meine Karte. Besuchen Sie mich, dann können wir reden. Okay, komischer Typ. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch noch... Ja, wir haben doch noch gar nicht alles entdeckt. Also er hätte auch jede andere Sammlung nehmen können. Und solange er jede andere Sammlung hätte nehmen können, wäre er unschuldig. Ein Mann ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Was stand auf der Karte? Acht.
2, 4. Das wird 6 sein. Gumball Row, Keaton Street. 1. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Bin mir nicht sicher, aber das müsste die Straße sein, die leicht bergauf führt, ganz in der Nähe hier. Du weißt es auch nicht, ne? Legen Sie die Post einfach da ab. Possum Street. Der sieht krank aus. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Keine Ahnung. Die leicht bergauf führt. Ich öffne Fremden niemals die Tür. Gute Einstellung. Und wir finden jetzt heraus, wo die Grub Street ist. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Gehen Sie da lang. Hier lang. Okay, dann müssen wir doch da durch. Unter den Torbogen. Und dann links, wo es leicht bergauf geht. Ja, da ist sie. So, und jetzt die Nummer 6. Hier sind wir. Ach, das. Die 6. Oh nein. Pferd von Pedro Alvarado. Das war ein Conquistador, glaube ich. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ja, er ist in seinem Büro. Die Tür neben der Frauenstatue dort, in der Ecke der Werkstatt. Frische Kratzer. Hier stand vor kurzem etwas. Ein Bild von Tikkun Umar. Keine Oxidation. Dieser Metallarm war nie im Freien. Er gehört nicht zur Statue vom Bowls Club. Das ist ein recht moderner Mechanismus. Alle Teile sind von hoher Qualität. Seltsam, so etwas in einer Gießerei zu finden. Warte mal, Uhren und ein bewegender Arm. Hier standen zwei große Kisten. Guter Augenblick, ich wollte gerne mal schmelzen. Gerne mal selber schmieden. Hier wurde etwas Großes und Schweres bewegt. Zwei große Kisten, die in der Werkstatt standen. Sie wurden ins Büro von Bernard Marley gebracht. Die Kisten könnten vielleicht Teile der Statue von Tikkun Umar enthalten haben. Das finden wir heraus. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Okay. Offenbar hat Marley mehrere Statuen von Tikkun Umar gebaut. 10 Stück. Mr. Holmes, verzeihen Sie, dass ich so abrupt wegging. War kein sicherer Ort zum Reden. Hier ist es sicher? Ja, besser hier, nicht im Büro. Meine Gießerei ist gut geschützt. Ach, beruhigend. Okay, festhalten. Und jetzt Gas geben. Da ist ein Fleck.
Was haben wir noch? Guck. Das Amulett. Nötig für Feinarbeit. Das sind Vergrößerungsgläser. Vorsichtig dran, die nicht. Komplizierte Arbeit, Arbeit mit groben Gegenständen. Nein, kompliziert. Schnell, 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 noch 2 Minuten. Oh, die stinkt. Blicken. Komm schon. Okay, fertig. So, Bernard Mallet ist nämlich ganz 45 Jahre alt. Er besitzt eine Gießerei, ist Mitglied des Archäologenclubs, ist nachlässig und lebt höchstwahrscheinlich alleine. Mallet ist ein abergläubiger Mensch, was an den Schutzamulett zu erkennen ist, die er trägt. Es ist offensichtlich, dass er viel Zeit am Schreibtisch verbringt, mit scharfen Gegenständen und Schmieröl arbeitet. Seine Arbeit erfordert hohe Konzentration, er benötigt eine Brille für Feinarbeit. Kannten Sie das Opfer, Zacharias Greystoke? Ja, er war ein guter Freund. So ein gutes Karma. Bis gestern. Kennen Sie den kränklichen Mann da auf diesem Bild? Bei Jupiter. Orbit. Ja, das ist er. Der Arme fand in Guatemala den Tod. Eine schreckliche Krankheit machte ihm den gar aus. Waren Sie Freunde? Er ja noch. Nein, aber er war ein aktives Mitglied und ein tapferer Mann. Zu tapfer. Man kann nicht gegen die Götter der Kitsche kämpfen. Und die Expedition? Sie suchten einen Maya-Tempel? Ja, den Tempel von Tekun Umar. Eine von Charles' vielen dummen Ideen. Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft hielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Es war Tekun Umars Wirken. Wir alle spürten das. Orbits Zustand verschlechterte sich urplötzlich. Wir konnten nichts tun. Und jetzt, mit Zacharias Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren. Prophezeiungen sind zeitlos, auch im Jenseits. Es gibt kein Ende. Ja, der ist so abergläubig. Glaubt der Greystoke an die Prophezeiung? Das ist keine Frage des Glaubens, verstehen Sie nicht? Zacharias meinte, dass wir den Fluch mit Hilfe des Kalenders stoppen könnten. Welch Irrsinn. Er hatte mir eine Nachricht geschickt. Er wollte mit mir zum Club und Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Aber sie gingen nicht. Ich wusste, dass Charles nicht einlenken würde. Aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tekun Umar ist viel zu mächtig. Ihr Verhältnis zu Charles Yellingham ist... nicht gut. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert ist auf seine Möchtegern-Karriere in der Politik. Er hat politische Ambitionen. Das ist noch untertrieben. Er will unbedingt ins House of Lords und versucht, durch den Club dorthin zu gelangen. Was auch der Grund für seine Management-Misserfolge ist. Und doch kann er immer Geld auftreiben, wie auch immer. Ja, durch die vielen Toten. Was sagen Sie dazu, dass die Statue verschwunden ist? Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Sie sind doch der Erbauer der Statue. Stimmt, aber das war vor 10 Jahren. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Kann ich das nicht? Immerhin ist das die Statue, die für den Mord verantwortlich ist. Nein, es ist Tekun Umar. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand. Ich muss nur los, noch Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekun Umar. Leben Sie wohl. Der ist bekloppt, der Typ. Marley verbirgt etwas in seinem Büro. Ich sollte heute Nacht einmal vorbeischauen. Zusammen mit Watson.
Offenbar hat Marley mehrere Stationen. Dann machen wir das doch. Wer könnte denn körperlich stark genug sein? Der war auch von Statuen, oder? Wir müssen die Kisten finden. Oh nein. Ich bin doch Klavier. Sie ist bei Miss Alice und spielt Klavier. Sie hat mir nicht gehorcht. Nun, Holmes, ich wollte... Oh, sehen Sie. Der Postbote hat versehentlich einen Brief an Miss Alice hier abgeliefert. Ah, er hat 221b und 221c verwechselt. Hier, dann aber... Watson. Den Brief analysieren wir schnell. Ach, mit Wasserdampf. Es tut mir leid, aber ich muss diesen Brief öffnen. Ein Messer? Nein, wir nehmen Wasserdampf. Zuerst muss ich den Gasbrenner aufdrehen. Kann man nämlich durch das Papier schauen. Weil ich das weiß, auch ich habe gar keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht kriminell. Ich muss den Brief mit etwas Scharfem öffnen. Alice, du hast es also getan. Du bist direkt neben ihm eingezogen, das ist mutig. Er wird dich faszinieren. Aber sei dennoch auf der Hut vor ihm. Ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass ich das Boot deines Vaters gefunden habe. Es war ziemlich beschädigt, aber noch fahrtauglich. Du kannst benutzen, wenn du willst. Du sollst wissen, dass dein Vater wie ein Bruder für mich war. Wenn es etwas gibt, irgendetwas, womit ich dir helfen kann, lass es mich bitte wissen. Ganz gleich, egal was. Miss Alice ist wegen mir hierher gezogen. Ich muss so bald wie möglich ein Wörtchen mit ihr reden. Zwei Parallelfälle, hä? So kann ich den Brief noch nicht zukleben. Vielleicht mit der Presse? Verschließen wir den Brief, damit sie nichts bemerkt. Ja, aber damit kann ich den noch nicht zukleben. Oh, dein Ernst? Das ist ein Kleister. Fertig. Hör nicht auf zu spielen, Kate. Ich gehe kurz auf den Balkon, um frische Luft zu schnappen. Ich muss zuerst mit Miss Alice reden. Sie ist auf dem Balkon. Wir auch. Wollen Sie mir nicht verraten, warum Sie wirklich hier sind? Mr. Holmes, was soll diese Frage? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Da Sie meine Tochter gegen meinen Willen eingeladen haben, sind Sie das sehr wohl, finde ich. Sagte der Vater in aller Strenge. Mein Gott, ich habe ja fast schon Angst vor Ihnen. Sie schweigen also. Gut, sagen Sie, Kate, sie soll sofort nach Hause. Lassen Sie das arme Kind doch spielen. Diese Rücksichtslosigkeit, so nützlich, um unbequeme Wahrheiten zu vertuschen. Und gerade das wollen Sie ja. Was? Wir alle haben Geheimnisse. Sie, Aber keine Sorge, Mr. Holmes. Kate ist ein sensibles Kind und ich habe sie sehr gern. Alice, kommen Sie! Ich kann es! Sehen Sie? Sie sind wundervoll. Und sie hat mich wohl auch gern. Wir wollen doch nicht, dass sie ihr Geheimnis erfährt oder unglücklich ist. Ich muss jetzt wieder rein. Sie bedroht mich. Sie ist mutig. Ach, Holmes. Es gibt da jemanden, der zur Beschreibung des Mannes auf dem Bild passt. Er geht regelmäßig ins Krankenhaus für tropische Krankheiten. Er heißt James Byron. Sind Sie sicher? Fantastisch!
und wir können ihn besuchen. Aber erst müssen Sie sich verkleiden, damit ich Sie als einen Kollegen vorstellen kann. Gehen wir erst ins Krankenhaus? Oder brechen wir zuerst nachts ein? All das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bewerten, einschalten. Bis dann. Ciao.